manchmal muss man vielleicht etwas Böses tun, um etwas Gutes zu erreichen. Bin ich nur hinterhergerannt, weil ich gedacht habe, du hättest einen Plan. Kannst du mir mal verraten, wie man für so eine Situation einen Plan haben soll? Mein MyDrugs 2.0 wird die Art, wie Menschen Online-Drogen verkaufen, für immer verändern. Der offizielle Launch ist diesem Sonntag am Mitternacht. Allerdings würde ich wieder noch eine Expertenmeinung einholen. Du hast uns dein Wort gegeben. Wir sind keine Freunde mehr, habe ich verstanden. Wer geht als erstes in den Knast? Ich sag Moritz. Aber wofür? Erregung öffentlicher Langeweile? Ich brauche wirklich deine Hilfe. Ich habe Scheiße gebaut, okay? Scheiße. Wir haben das zusammen angefangen. Wir bringen das zusammen zu Ende. Also genau genommen habe ich das ja alleine angefangen. Leute, euch ist schon klar, wie unfassbar gefährlich das ist, wenn jemand mitbekommt, was wir machen, oder? Moritz, wir verkaufen Drogen. Ja, aber wir verkaufen sie ethisch korrekt. Raus dann, 1,2 Millionen Kontakte. Müssen nur noch warten. Das war schon so einfach. Wer braucht Freunde, wenn man die ganze Welt haben kann? Nochmal gut gegangen, oder Jungs? Ja, dieses Mal vielleicht. Aber wem probierst du das nächste Mal deine Waffe aus? Ich weiß nicht mal, wie die funktioniert. Auf welchen Knopf muss man wohl drücken? Moritz, du hast komplett die Kontrolle verloren. Ehrlich gesagt, ist mir scheißegal, ob ihr mir glaubt oder nicht. Du entscheidest hier überhaupt nichts mehr. Ich bin verdammt gut im Drogendealen. Schauen wir auf all das hier zurück und lachen uns kaputt. Dann verkaufen wir die Story für ganz viel Geld an Netflix. Wobei, das wäre ihm wahrscheinlich zu unrealistisch. Wahrscheinlich.